Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Terraria 1.4 Journey's End hier auf Mutsam.lp. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal, es tut mir leid, falls ihr jetzt Hintergrundgeräusche hört. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Ich habe erstmal hier alles sortiert. Ich habe meinen Ventilator an, weil es wirklich unglaublich warm aktuell ist. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe die Kisten ein bisschen sortiert, glaube ich. So ziemlich jedenfalls. Also ich habe mein Bestes gegeben. Ich wusste aber nicht mehr, wo ich was alles reinmachen wollte. Ich bin aktuell wieder alleine, weil ich nichts Wichtiges vorhabe. Also eigentlich schon wichtig, aber nichts Groß-Story-Relevantes. Story-Relevant? Ja. Ich wollte eine Boss-Arena bauen, damit schon mal anfangen, weil die können wir echt gebrauchen noch. Außerdem wollte ich vielleicht noch ein paar Herzen suchen, weil die anderen beiden sind eher stürmische Mitspieler, die mögen es nicht so sehr, so viel zu farmen und so etwas. Deswegen ist es lieber etwas, was ich so mache. Das weiß ich nämlich noch vom letzten LP, weil der Erik, der war immer ein bisschen genervt davon, wenn ich gesagt habe, jetzt brauchen wir nochmal hier, keine Ahnung, 300 Chlorophyterze und sowas. Aber gut. Das werde ich dann jetzt quasi übernehmen. So, ich habe schon eine bessere Fernkampfwaffe das letzte Mal bekommen in der Corruption. Ja, plus 2% Schaden ist natürlich gut, aber macht das was aus? 22 Nahkampfschaden? Immer noch 22. Es macht nicht so viel aus, weil ich finde es sinnvoller, wenn ich die erstmal hier drin habe, wenn ich gerade noch am Schwimmen bin. Solange ich keine Flügel habe, brauche ich die Flossen. Ich habe mich wieder daran erinnert, der Blizzard in der Flasche war ja der mit diesem etwas längeren Sprung, genauso wie der Sandsturm in der Flasche. Vielleicht finden wir davon ja noch ein paar mehr. Wobei es eh nicht mehr so lange dauern dürfte, bis wir an die, ne, die Flügel kommen. Müsste ja auch bald mal soweit sein. Wobei mir gerade einfällt, das habe ich ganz vergessen, wir haben ja dich hier, Kollege. Scheiße, habe ich die gebaut? Die verkauft die ja eh nur nachts. Aber den will ich haben. Okay, der hat keine Verzauberung, na gut. Aber dafür verkaufe ich dir den. Gib immerhin wieder 2 Gold zurück. Ich glaube, die werde ich auch mal kaufen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wofür ich die brauche. 64 Gold habe ich noch, also ich habe echt eine Menge. Das packe ich mal so zusammen. Na gut, ein paar kann ich davon noch gebrauchen. Bis ich den unendlichen Musketenbeutel habe. Aber bis ich den habe, dauert das natürlich auch wieder noch ein bisschen. Kommst mal dort rein. So, hier habe ich das noch. Ich könnte im Dschungel auch noch Stacheln farmen gehen, richtig? Denn wir haben davon nicht viele. Ich wollte ja die, wo habe ich sie? Dschungelsporen habe ich und Stacheln. Ich weiß nicht, was ich noch brauche. Aber die beiden brauche ich auf jeden Fall. Ups, herstellen. Oh, Dornentrank macht man daraus auch. Flächen mit Gift. Nahkampfangriffe vergiften Feinde. Das ist cool. Dazu braucht man nur ein Glas und eine Stachel. Aber ich wollte das hier haben, die Grasklinge. Okay, also 12 Stacheln, das heißt, ich brauche noch 8 Stück. Sollte doch machbar sein. Da, dankeschön, Dschungelhemd, okay. Abscheulichkeit für die Biene zu beschwören. Das sollte ich mir auch überlegen. Also ich werde mal ein paar mehr Stacheln dann zusammenfarmen. Ich packe die erstmal hier rein. Okay, Plan Nummer 1. Fangen wir jetzt mit der Boss-Arena an, oder? Ich würde sagen, ja. Also, was ich weiß, ist, das hier ist auf jeden Fall die beste Art, die Standardart, eine Boss-Arena zu machen.
Was allerdings noch, was ich allerdings gerne wissen würde, ist, ob es eine Möglichkeit gibt, etwas Stationäres aufzubauen, was Bossen Schaden machen kann. Das Einzige, von dem ich weiß, sind die. Es ist, dass man die Dornenkugeln von den Goblins werfen kann und die bleiben eine Weile auf dem Boden liegen. Und wenn der Gegner da durchfliegt, der Boss, dann bekommt er Schaden. Aber ich habe keine Ahnung, ob es da noch mehr von gibt. Sowas in der Art. Ich würde sagen, die Boss-Arena wird. Sekunde. Ja, okay. Nein. Sagen, die Bossarena wird hierhin aufgebaut. Ich mache erstmal hier ein Stückchen nach links. Das muss da eigentlich schon reichen. Als hoffentlich relativ schneller Weg nach hier oben. Jetzt ist nur die Frage, ist es unten angekommen oder ist da ein Baum im Weg? Es ist unten angekommen. Perfekt. Würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Ich würde hier auf jeden Fall eine Wand errichten. Damit wir nicht irgendwann mal aus Versehen von der Arena runterlaufen. Ich weiß nicht, wie sonst so eine normale Arena aussieht. Also, ob es da irgendwelche anderen Tipps gibt, andere Tricks und so, die man für sowas verwenden kann. Ich weiß halt nur, dass ich mehrere lange Streben jetzt hier aus den Dingern hier machen werde. Ups. Das war jetzt doof. Ich bin gerade am Überlegen, welche Bosse wir denn jetzt alles noch hier bekämpfen werden. Eigentlich nur die Hard Mode Bosse, oder? Denn Skeletron ist halt am Dungeon. Wall of Flesh ist in der Hölle. Plantera ist im Dschungel. Golem ist im Dschungel. Ansonsten sind das halt echt nur die Hardmode-Bosse, die wir dann als nächstes hier bekämpfen werden. Meint ihr, das reicht so von der Länge her? Es geht, also es ist nicht so mega lang, aber es dürfte ausreichen. Ansonsten werde ich noch mit der Idee spielen, das mit der Schienenverbindung zu machen. Allerdings habe ich mir dabei gedacht,
Dazu werden wir eine Menge Schienen brauchen. Und wir haben bis jetzt noch keine Schienen mitgenommen. Also wir hätten eigentlich die, die wir bis jetzt immer gefunden haben, abbauen müssen. Und um dann für drei Leute drei verschiedene Schienen zu machen, weil wir könnten zwar alle auch auf derselben fahren, aber da könnten wir auch alle gleichzeitig getroffen werden. Dann ist es besser, wenn wir drei auf drei unterschiedlichen Höhen machen. Zum Beispiel eine auf der Höhe, eine auf der Höhe und eine auf der Höhe. Damit wir nicht immer leichtes Ziel sind. Okay, eine Sekunde. Bevor ich jetzt hier noch weiter die Dinger mache, werde ich noch den Raum links bauen. Und ich glaube, das Gebilde, das ich vorhabe, das werde ich vielleicht in die Wüste setzen, weil hier links haben wir Spawn und so alles. Okay, ich brauche alles für einen Raum. Hier haben wir nichts drin. Nichts Wichtiges. Holzwände. Eine Tür reicht schon. Ist sonst wirklich nichts mehr drin? Habe ich das jetzt schon alles weggeworfen? Ich suche nämlich eigentlich gerade noch nach... Bei Ärzten logischerweise nicht. Ah, da ist noch ein Bett. Okay. Ich habe nämlich eigentlich nach Spiderwebs gesucht, aber so ein... Aber das Bett ist an sich auch schon gut. Weil wir nehmen direkt alle drei Betten mit. Ne, eins brauchen wir noch gar nicht. Nur zwei erstmal. Das ist nämlich das Wichtigste in einem Bossraum. Hier unten wird nämlich ein Spawnraum hingesetzt. Dass wir hier in dem Bett die ganze Zeit spawnen können. Und dass die Nurse da einzieht. Damit wir, wenn wir direkt spawnen, uns sofort hochheilen können. Aber... Ich will nicht, dass die Nurse hier rausläuft. So, daher kommt Trick 17. Der Ausgang dafür wird hier oben sein. Okay. Dahin, dahin, eine noch dahin, eine machen wir hier hin. Sehr gut. Die darf ich echt nicht vergessen, weil die uns ja so gut regenerieren. Yeah.
Muss mal schauen, was uns noch regeneriert. Schön, aus den Herzkristallen kann man ja Lampen machen. Wenn wir alle volles Leben haben, dann sollten wir das machen. Die heilen nämlich auch ein bisschen. Also die fördern die Regeneration. Ich weiß nicht mehr, wie hoch ich das auf der linken Seite habe. Aber ich befürchte, das muss noch höher werden. Habe ich nichts mehr zu trinken hier? Verdammt. Gott, brauche ich viele, viele davon. Oh mein Gott, wie schnell die leer sind. Gut, das heißt, nach der Strebe werde ich es erstmal lassen. Aber ich schätze, wir werden die Arena auf jeden Fall noch größer machen müssen. So. Alles ordentlich ausgeleuchtet. Das ist eine übersichtliche Arena. Man kann hier überall rumspringen, runter, bam, schießen. Aber das ist natürlich ein bisschen nervt jetzt. Aber egal. Das ist dumm dort. Hochzukommen, dass man hier direkt so machen kann. Man kann den Boss ordentlich sehen und alles. Damit bin ich zufrieden. Nächstes Ziel, der Dungeon auf der rechten Seite. Ich werde dort nämlich auch eine Unterkunft bauen. Dass man dort theoretisch spawnen kann. Wenn wir beim Kampf gegen Skeletron sterben oder den Dungeon erkunden. Oder später dann auch ganz wichtig die Kultisten des namenlosen Kultes. Ist die Bienenkönigin stärker als Skeletron? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die Bienenkönigin sollten wir vielleicht als erstes bekämpfen. Ich habe ganz vergessen, die können uns hier Sachen droppen, die Bäume.